Eine Ausstellungseröffnung in Zeiten von Corona. Wenig Tamtam, eher klein und familiär. Die neuesten Werke von John Kirsten sind in den kommenden 6 Wochen im Schloss Struppen zu sehen. Dank der Lockerung der Corona-Regeln dürfen Museen in Sachsen ab dem 4. Mai wieder öffnen. Und so ist man auch im beschaulichen Struppen auf die Besucher vorbereitet. Wir werden natürlich die entsprechenden Festlegungen, also das, der Hygiene, einhalten. Die Abstände werden nicht das Hauptproblem sein, denn in den großen Räumen hier werden sich nie mehr als 4, 5 Personen mit einmal aufhalten. Wir werden die Werbung wieder aktivieren, die wir ja bisher nur individuell gemacht haben auf Einladung. Öffentlich ist ja nicht geworben worden. So, ansonsten werden wir natürlich die Handdesinfizierung und die Türdesinfizierung durchnehmen. Und wir werden einen eigenen Ein- und einen eigenen Ausgang haben, sodass sich die Leute also außer hier im Ausstellungsraum nicht begegnen. Der große Saal im Schloss Struppen ist nach Jahren der Pause erstmalig wieder ein Ausstellungsraum. Für den Dresdner Künstler John Kirsten ein ganz besonderer. Seine Arbeiten der abstrakten Bewegung werden an jenem Ort gezeigt, wo fast 100 Jahre lang die königlich-sächsische Soldaten-Knaben-Erziehungsanstalt beheimatet war. Ich war hier, als der Volker seine Ausstellung hatte, Volker Lenkheit. Und dann war ich mir immer nicht so richtig sicher, weil ich dem doch irgendwie denke, dass die Aura hier schwierig ist mit dieser Knaben-Versuchsanstalt. Obwohl das ja zum Teil auch eine positive Einrichtung war, weil es wirklich um Kriegsweisen ging, die hier ausgebildet wurden. Aus der ursprünglich geplanten Gemeinschaftsausstellung wurde jetzt eine reine Kirstenschau. Der Schlossverein in Struppen begibt sich mit dem Dresdner Künstler auf ein für sich ganz neues Gebiet. Es ist fast schon ein kleines Experiment für die Kunst im ländlichen Raum. Seine Abstraktion kommt aus der Bewegung heraus und das ist schon mal eine völlig neue und andere Sicht der Dinge, die wir bisher noch nicht hatten und wird sicherlich, wenn denn wieder das Publikumsverkehr stärker wird, zu regen Diskussionen anregen, weil, sagen wir mal, es schon gewöhnungsbedürftig ist, den Blick auf solche Dinge zu haben. Kleine Ausstellungen und Veranstaltungen finden jeden Sommer im Schloss Struppen statt. Seit 2008 kümmert sich ein Verein um das Haus. Kunst und Kultur im ländlichen Raum verorten. Ein schwieriges Unterfangen, wohl aber nicht ohne historische Wurzeln. Wir haben ja auch historisch verschiedene Sachen, die hier ihre Wurzeln haben. Denke ich nur an Robert Sterl oder sowas, was jetzt auch mit Nauendorf Struppen verbunden ist. Und das ist schon auch irgendwie ein Aufhänger, dass also auch solche interessierten Leute, sag ich mal, hierher kommen. Stück für Stück wird das kulturelle Leben nach den Corona-Beschränkungen wieder hochgefahren. Nicht nur in Struppen, auch in Pirna werden Museen wieder öffnen und auch die Macher vom Tag der Kunst sind optimistisch. Am 4. und 5. Juli soll die Altstadt wieder zur Kunstmeile werden. Tag der Kunst ist nach wie vor geplant. Wir haben noch keinen Startschuss von der Stadt Pirna bekommen. Ganz klar der Situation geschuldet. Was auf alle Fälle kommen wird, ist die Straßengalerie, die, sag ich mal, Ende Juni hängen wird, insofern die Künstler alle am Leben bleiben. Bis zum Tag der Kunst vergehen noch einige Wochen. Für alle Interessierten ist die John Kirsten-Ausstellung in Struppen vielleicht ein guter Start. Zurück in das öffentliche Leben der Bilder und Plastiken. Das Schloss jedenfalls hat immer von Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.